Deutsche Memes ohne Führerschein. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dein Konzept, was haben wir hier? Let's go. Darf er das? Oh, Digga. Yo, Leute, was geht? Ja, was geht? Haha, weil er sitzt im Rollstuhl. Darf er das? Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Ja, ich habe die Nase voll. Einfach ich, wenn ich streame. Besser gesagt, ich habe heute keinerlei Funktion. Alter, der Reaktionsboss. Reaktionsboss. Problem oder was? Junge, Monte. Monte, Digga. Wenn 12-Jährige mit einer JBL-Box an dir vorbeilaufen. So ganz laut und... Okay, gut, besser ist. Hinscope. Was geht ab, Digga? Junge, und weg ist der Führerschein an der Stelle. Ja, Nico, traurige Nummer. Ich wäre eigentlich morgen nach Stuttgart mit runtergekommen, habe mich aber dann spontan doch dagegen entschieden, weil ich einfach nicht mit Leuten rumhängen will, die keinen Führerschein haben. 14, muss mal gucken, ey, boah, so, gerne mal eine Waffe, ich gehe Waffe, sondern mal Waffe, ich gehe eine Waffe, ich gehe eine Waffe, starker Freestyle von Tanzverbot, absolut Legende. Digga, diese ganzen 6ix9ine-Memes sind momentan zu wild. Dieser arme Junge, der wirklich... Ja, ich meine, gut, der hat auch halt hart reingesnitcht. Ne? Also, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, dass 6ix9ine nicht erschossen wird, dass der das überlebt. Zumindest das erste Jahr. So viel gebe ich ihm. Kevin? Das ist super weird. Wisst ihr, viele Leute fragen mich immer, warum hat Papa Blatter so viele Zuschauer? Und ich kann es euch beantworten. Dem Jungen ist nicht zu peinlich. Dem Jungen ist absolut nicht zu peinlich. Und genau das schaut man sich an. Das ist wie RTL Nachmittagsfernsehen. Es läuft, man guckt rein. Du denkst, dass dein Leben nicht mehr schlimmer laufen kann. Ja, sprudelt über. Oh, Bruder. Es geht ums Prinzip. Ey, ich ruf mein Tod, das ist jetzt mein Fahrrad. Oh damn, der fahrradstehende Boss. Du, mein Fahrrad! Familiar faces. Worn out place. Mom, sollte die nicht eigentlich die Flügel aufmachen oder ist da irgendwas kaputt? Das war eine echte Fehlleistung, Obi. Ja, mein Zeugnis. Aber Digga, diese ganzen neuen Schuhe, die Leute da draußen tragen, von Balenciaga und. Digga, das sieht nicht aus wie ein Schuh, das sieht aus wie eine Behinderung. Mhm. Kevin! Junge. Das geht. Es ist jetzt aber nicht so befriedigend wie dieser Schiffskörper. Genau. Oh. Ja, hier? Sex? Da oben? Lego. Der ist ein Traum. Nee, was ist das? Boah, mach das weg. Mach das endlich weg. Er soll weggehen. Ananas Pizza. Das muss ja gar nicht sein. Was? Hey, hallo! Warte. Oh, Junge, zu schlimm, Alter. In diesen Danish Cookies hier, Alter. Danish Butter Cookies. Immer wieder drin gewesen, Alter. Man macht's auf und mittendrin ist so ein Neger, ein Knöpfe und irgend so ein, keine Ahnung, bewegst du Socken von deinem Opa, ich weiß es nicht. Ganz schlimm. Wenn ich die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt habe, höre, wie meine Mutter nach Hause kommt. Jeder nach erstem Probetraining im Gym. Ja, ist aber stabiler Bizeps. Das ist mehr auf jeden Fall, als ich und Sascha haben. No front. Ja gut, doch nicht. Oh Leute, ich hab nicht mal einen Führerschein. Hat er wirklich nicht. Soll ich euch sagen, wenn Simon Unge seinen Führerschein verloren hat, Simon Unge, dieser gottverdammte Retard, ist immer wieder
in einen Blitzer auf der Kölner Zoobrücke reingefahren. Und wisst ihr warum? Weil er es lustig fand. Weil er es einfach lustig fand. Der Junge ist tot im Kopf. Leute, das war wirklich... Das war wirklich, muss man auch sagen. Ich wollte meine Schwester erschrecken. Ha, 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 ha. Perfekt, deine Schwester ist 82 oder was? Der gute alte NS-Fashishi, aka Bushido, aka Inspector Gadget, hat sich doch gerade gemeldet. Diese Story, ich habe mir gestern noch bei Mr. Rap alles angeschaut mit dieser Rolex, komplett dumm. Und ich muss sagen, hätte ich niemals erwartet. Obacht an der Skate-Rampe. Yo, Olli ist wieder auf freiem Fuß. Hey, Junge. Das ist die Verwandlung. Dieser Mann ist im Fernsehen. Dieser Mann kommt ins Fernsehen. Der sitzt jetzt in der Jury vom Supertalent. Seht ihr das? Dieser Mann. Leute, das zeigt, im deutschen Fernsehen ist alles möglich. Irgendwann habe ich sie. Meine eigene Late-Night-Show, in der es nur darum geht, dass sich Promis möglichst riesige Dinge in den Arsch stecken. Und ganz ehrlich, ich werde gewinnen. Werwolf! So sieht die Verwandlung zum Werwolf aus! So! So! Kokain, es ist, Kokain ist a hell of a drug, ich sag's immer wieder. Und vor allem, mein Schutzgeld aus letzter Woche ist noch nicht angekommen. Der Typ, Digga, der will ganz Köln, der will jeden Bezirk in Köln hops nehmen, hat er gesagt. Weil Köln kein Schutzgeld gezahlt hat. Ich bin letztens ihm auf der Straße begegnet, ich habe ihm 200 Euro gegeben, ich bin ehrlich. Das Köfte, das Spieß. Deutsche Memes, die für uns Neuland sind. Schallern wir jetzt auch noch ganz was rein. Hab ich auch noch nicht gesehen. Let's go, Leute. Digga. Judo.exe, stabiler Kanal. Genauso wie Hungriger Hugo und der ganze Rest. Deutsche Meme-Kultur, now we get in there. Ist doch ab 12. Zeig mal, was das ist. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Ah! Meine Chicken Nuggets verbrennen! Relatable. Absolut relatable. Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Junge, ist das behindert, Digga. Ist das behindert. Merkel auf der Gamescom, absolutes 4K erstmal gedroppt. Ich freue mich hier dabei zu sein, wenn heute der Startschuss gegeben wird. Merkel in Warzone, absolut. Digga, die ist wirklich, die ist Face Clan. Oh nein. Oh, can you hear me now? Connection lost. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass ich früher 10 Jahre hier zur Grundschule gegangen bin. 10 Jahre zur Grundschule. Okay, ich meine, ja, wir alle sind ein bisschen zurückgeblieben. Ja, nee, Nico ist nach seiner Schule dahin gegangen. Das darf er jetzt nicht mehr. Er hat nicht nur den Führerschein weggenommen bekommen, sondern auch bestimmte Vorgaben, wie nah er jetzt an Schulen ran darf. Für mich persönlich, Leute, ich brauche keine Impfung. Mein Immunsystem ist abartig stark. Mhm. Okay, Karl S., perfekt. Mein Gott, der Prediger, warum? Warum? Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal. Digga, dieser Typ am Sportplatz in Wesseling, absolute Legende. Warum? Das bin ich einfach mit 60. Ich dachte, das mit uns wäre was Besonderes. Viel schlimmer ist, wenn du den Schwanz von deinem Lehrer im Mund hattest und er dir dann den 6 gibt. Mom. Mein Kopf war auf Höhe seines Hinterns. Er dreht sich um und furzt mir mitten ins Gesicht. Okay. Ja. Jemandem ins Gesicht zu furzen, ist eigentlich nicht richtig. Ja. Es ist, ich habe die Spielregeln, also besser gesagt, ich habe die Spielregeln nicht gemacht. Ich habe das, was da passiert ist, ich habe das nicht ausgesucht, ich habe das nicht hervorgerufen. Ich wollte. Ich bin Eich. Ah, Professor Markus Eich, man kennt ihn. Ja, ne.
du schuldest mir noch 20 Cent. Mit Zinsen sind 22, du Arsch. Der zu mir kommen kann. Alter, ich hab einen schwarzen... Ich hab das schwarze Loch vor mir! Graf, was ist denn das hier? Bei mir war ein schwarzes Loch! Was? Das ist neu! Perfekt. Das habe ich auch schon gesehen, das Video, Digga. Quarantäne, dieser Typ klettert einfach mal um seinen kompletten Tisch. Ich schwöre, irgendwann mache ich Donation Gold für Logopädentermin, ich bin ehrlich. Apple-Mitarbeiter, als sie den ersten Klingelton für das iPhone produziert haben. Wir hassen ihn alle, oder? Oh! 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 Junge, zwei Optionen! Komm mal! Carsten Stahl! Warum schlägt er den Enderdrachen? Warum schlägt er den Enderdrachen? Warum, Bro? Warum? Warum? Der Enderdrache macht vor allen Dingen Villager-Sounds. Er! Gib's doch ja nicht. Okay, wer kennt sich, wenn der Enderdrache Steinschwerter droppt? Als ob ich zum Friseur gehe und sage, ich möchte die Frisur von Brad Pitt. Ich sehe halt auch nicht aus wie Brad Pitt, da kann man halt nichts machen, ja? Hä? WTF, das habe ich früher immer gemacht. Ich habe immer so ein Bild von Justin Bieber gezeigt. Oh, you love me. Digga. Egal was. So was macht man nicht. Das ist Verräter. Ja. Alles geleakt. Das wird Rache. Ich folge niemandem mehr. Gleiche, wenn bei mir Leute, die Jungs in die Welle und Q reingehen, ohne mich zu fragen. Ich kann es aber verstehen, ich bin echt scheiße in dem Game. Er hat, also das, also bitte, also das hat er von Kollegen, Digga. Grüß Gott, bei einer Trinity auf. Du sollst aufräumen! Hä? Junge! Geil! Mann! Geil! Du sollst hier wegräumen! Ich hab doch wegräumt! Nee, da Tischdecke, alles hier drauf! Schrei nicht! Schrei nicht, ich will Rapper werden! Ich will Songs produzieren, so wie Mero! Mach Jalousie runter! Dieser Moment, wenn deine Mutter zweitrangig auch noch Gollum ist, Digga. Geile Zeit. Sind hier doch. Nee, sind nicht. Wenn man einfach nur schlafen will, deine Brüder dich nerven. Ja, immer. Was läuft? Ich bin's Ratat. Dass die Leute sich so viel Mühe machen, das alles rauszutracken. Wild.